Die Wahrheit ist eine Tochter der Zeit. Die menschliche Beziehung zwischen Deutschen und Russen besonders intensiv sein kann und emotional. Ich werde um dieses Land kämpfen und das ist der Grund, warum ich in die Basis gegangen bin. Die Basis ist mein Weg, um für Deutschland zu kämpfen und diesem Land zu dienen. Die Krise, die wir haben, äußert sich natürlich im multiplen Staatsversagen. Und die Zeit spielt halt auch für uns, dass jetzt natürlich viele Geimpfte auch sich daran erinnern, dass sie eigentlich kein Abo da gebucht haben und dritte, vierte, fünfte Impfung irgendwann. Wir sind heute zu Gast bei Martin Heiperzt. Man kennt ihn nicht so in der Mediensphäre, obwohl er relativ lange in der Politik ist, also über 20 Jahren bei CDU. Mhm. Und ist ein seltener Spezialist für Kosovo zum Beispiel. Mhm. Ist ein Autor, hat vor kurzem ein Buch rausgebracht. Darüber werden wir auch heute sprechen. Oder besser gesagt, du erzählst darüber, weil ich bin als Moderator noch relativ jung und komme in dieser ganzen Corona-Zeit nicht mit mich jetzt mit der Geschichte wieder zu beschäftigen. Mhm. Aber du bist ja in dieser Sache Fachmann. Erzähl unseren Zuschauern von dir, dein Lebenslauf mal so kurz da vorzustellen. Gerne. Danke, Sergej, und herzlich willkommen. Wir fangen mal an. Samovar, genau. Also ich bin erstaunt, dass ich hier so russisch empfangen werde. Hier ist der Sud. Mit richtigem Samovar und Chai. Genau, und hier kriegst du Wasser. Genau. Also, das passt doch zum Advent. Genau, zum richtigen Druschba-Gespräch. Genau. Ich bin hier in Frankfurt geboren, vor 44 Jahren, und groß geworden. Das ist meine Heimat, hier das Rhein-Main-Gebiet. Und ich hatte dann aber eine sehr prägende Zeit in Großbritannien. Ich bin in England, danke dir, eine Zeit lang zur Schule gegangen und habe dann in Deutschland hier Abitur gemacht, war bei der Bundeswehr und habe aber dann wieder in England studiert. Ich habe Philosophie studiert, Politik und Volkswirtschaft und bin von Oxford aus nach Brügge gegangen, an das Europakolleg und war dann in Paris und in Köln zum Promovieren und habe mich im Grunde immer so für Finanzfragen, Finanzpolitik und insbesondere den Euro, die Europäische Währungsunion, interessiert. Wie kann das funktionieren? Welche Probleme gibt es? Welche Defizite haben wir institutionell? Das habe ich von Anfang an mit gewisser Sorge gesehen, aber eigentlich auch mit der Hoffnung, dass wir über die Jahre hinweg das System eigentlich auf vernünftige Füße stellen können. Und diese Hoffnung hat sich in der Praxis dann widerlegt. Ich habe 5 Jahre hier in Frankfurt bei der Europäischen Zentralbank gearbeitet und meine Sorgen sind immer größer geworden. Also, intern hast du zu viel, also das, was du eigentlich gelernt hast, also dieses System fortzufahren, hast du quasi angefangen, so einen Grundzweifel zu bilden. Ja, ich habe, also für mich war die Krise, als sie begann, und sie fing ja wirklich an im Bankenbereich 2007, war für mich mehr eine Bestätigung als eine Überraschung. Ja, wir haben natürlich auch gerade diese Staatsinsolvenzkrise haben wir schon kommen sehen. Sie kam dann viel schneller als erwartet, aber dass das so kommt, kann eigentlich niemanden überraschen, der sich lange damit beschäftigt hat. Ich bin dann zwischenzeitlich tatsächlich ins Kosovo gegangen, weil ich auch mehr mit Außenpolitik und Sicherheit auch zu tun haben wollte, auch als Reserveoffizier hat mich das immer interessiert und im Balkan konnte ich das kombinieren. Also ich habe Wirtschaft und Finanzfragen und aber auch natürlich Außen- und Sicherheitspolitik dort unter einen Hut gebracht und habe die Situation im Kosovo vorgefunden nach der Unabhängigkeit und die ganzen Probleme und Fragen, die das aufwirft. Also insbesondere im Verhältnis zwischen dem Westen und Russland. Das ist ja die Schnittmenge dort im Balkan. Das ist ja eine Gegend, wo sich diese Interessensphären überschneiden, wo ich gesehen habe, es gibt zu jeder Geschichte immer zwei Seiten, mindestens. Und von einem Kosovo hat ja eigentlich da wenige Interesse für Konfrontation, weder mit Russland noch mit europäischer Seite. Ja. Also das hat mich natürlich auch sehr zum Nachdenken gebracht und ich bin dann über die Zwischenstation Luxemburg letztlich in Berlin gelandet, im Finanzministerium. Vor 11 Jahren und habe also dort dann die komplette Euro-Krise miterlebt, auch an sehr interessanten Punkten. Und natürlich war in all den Jahren immer das Bemühen, das Schlimmste zu verhindern und das System auch weiter
am Schwimmen zu halten. Aber ich habe schon zunehmend auch verspürt, dass wir irgendwann an die Grenzen kommen dessen, was da vernünftig ist. Und ich habe insbesondere gesehen, wie man die Risiken immer weiter verlagert hat von den Banken zunächst in die Staatshaushalte und dem Steuerzahler aufgebürdet und dann aber zunehmend in die Notenbank. Das ist ja, war das eine bewusste Verlagerung oder war es eher so eine Notlösung? Beides. Also beides. Es ist eine Notlösung, aber man weiß natürlich sehr wohl, was man da tut. Aber es ist auch politisch gar nicht mehr anders gangbar gewesen, als dass die Notenbank dann letztlich da ins Feuer gegangen ist. Anders hätten wir die Krise nicht kurzfristig stabilisieren können. Ich behaupte, dass wir die Krise nie gelöst haben. Sie hat sich immer nur transformiert. Ja. Ja, und im Grunde auch weiter aufgebaut. Naja, und ich habe aber immer noch gedacht, wir könnten Schlimmes verhindern. Meine Zweifel sind eigentlich dann besonders akut geworden, als die Migrationskrise dazu kam, 2015. Und das war so der Punkt, wo für mich auch es schwierig wurde, die politische Führung der CDU unter Angela Merkel inhaltlich noch zu unterstützen. Also ich habe gedacht, manchmal ist die höchste Form der Loyalität auch die Kritik. Also nicht das Ja sagen und mitmachen, sondern die, wenn sie begründet ist und fundiert und sachlich, eben die Kritik vorzubringen. Und ich habe eine Zeit lang gedacht, das muss innerhalb einer demokratischen Partei, muss das möglich sein. Vielleicht nicht unbedingt erwünscht und begrüßt, aber möglich muss es sein. Und das hat ein paar Jahre gedauert, bis ich diese Illusion verloren habe, dass man also mit sachlich fundierter Kritik und alternativen politischen Entwürfen in einer Partei antreten und reüssieren kann. Das heißt aber, deine Erfahrung sagt ja nur eins aus, dass da gibt es gar keine Kontrollinstrumenten. Also ja. Quasi gesunde Kritik von Parteimitgliedern, von Mitarbeitern, also die im Finanzwesen arbeiten, dass da das nicht möglich ist. Das ist nicht möglich. Also das gilt auch nicht nur für die CDU. Ich glaube, das ist bei den etablierten Parteien fast systematisch der Fall. Ich habe das immer so zugespitzt und gesagt, die CDU nennt sich christlich-demokratische Union, aber sie ist nicht christlich, sie ist auch nicht demokratisch und sie ist auch nicht Union. Das ist etwas überspitzt. Ja. Es sind schon noch gläubige Christen auch in der CDU, aber das Christliche hat keinen Stellenwert mehr in der Programmatik. Das kann ich gerne auch an konkreten Beispielen noch belegen, wenn das interessiert. Und das demokratische Defizit ist genau das, dass man eben keine Diskussionen wünscht. Also es werden die Prozesse formal demokratisch korrekt noch durchgeführt, aber es ist eben niemals möglich, andere Ideen oder auch andere Personalvorschläge zu vertreten. Das ist ja jetzt erst der Fall, dass wir erleben, dass es so ein bisschen wie Konkurrenz auch gibt um Personalien. Aber das ist sonst, also bis vor kurzem war das die ganz große Ausnahme und also auch tunlichst vermieden. Also ich hab da im Grunde sämtliche Illusionen verloren, aber es hat ein paar Jahre gedauert. Und ich denke, die CDU hat den Anspruch verwirkt, dieses Land zu regieren, weil sie es eben nicht gut regiert hat. Und ich denke, das, was sich da jetzt vollzieht, also dieser Niedergang der CDU, ist also von höherer Warte auch einfach verdient. Ja. Das heißt nicht, dass die anderen das besser machen, aber die CDU hat es halt einfach auch nicht gut gemacht. Gut, man sieht ja auch, eigentlich, ich bin ja relativ spät in die Politikwesen eingestiegen und auch rein informationstechnisch. Ich habe mich überhaupt früher als normaler Bürger gar nicht interessiert. Aber wenn ich jetzt mir einfach mal die letzten 20 Jahre anschaue, SPD mit Schröder, dann CDU mit Merkel, eigentlich das gleiche Agenda wurde einfach verfolgt. Also es war ja nichts anderes gewünscht als, ich sag mal, etwas Sozialstaat abzubauen und halt einfach diese, da wo Sowjetunion nicht mehr gab, diese Konfrontation mit dem Osten weiterzumachen. Weil, also das ist das, was sich nicht verändert hat. Mhm. Und was innen drin in Deutschland passiert, ist ja auch nicht viel schöner geworden. Also man sieht ja auch jetzt gerade in der Krise, dass wir plötzlich kein funktionierendes Krankensystem mehr haben. Mhm. Das sind ja alles Prozesse, die auch von oben kamen, die ganzen Reformen, sei es Intensivbette oder Finanzierung von Krankenwesen oder Verkauf von kommunalen Krankenhäusern an die Kommunen wurden verkauft an die
Finanzhaie, sagen wir so, Asklepios und Co. Ja. Bist du der einzige Skeptiker dafür gewesen? Nein. Weil, ich kenne ja ein paar Aussteiger aus Mediensystem, aus Finanzwesen oder halt einfach aus dem System, wo die Leute gesagt haben, also ich werde auch als Bauarbeiter für dieses System nicht mehr arbeiten. Und du kommst ja aus dem Finanzministerium, also eigentlich also längere Zeit in der Politik. Gab es da auch die anderen? Sind die noch drin? Also man kann auf fachlicher Ebene vieles kritisch diskutieren. Das Problem ist, dass es auf der politischen Ebene nicht möglich ist. Und das ist halt ein großer Unterschied, weil dann auch die Willensbildung nicht stattfinden kann. Die politische Willensbildung, die Parteien sollen dazu beitragen, den politischen Willen des Volkes zu bilden. So ist die Theorie im Grundgesetz. Das Volk ist der Souverän und die Parteien tragen dazu bei, den politischen Willen des Volkes zu bilden. In der Praxis leider haben sie diese Funktion monopolisiert und weitestgehend oligarchisiert. Es ist also wirklich nur noch eine Oligarchie, eine kleine Gruppe von Leuten, die diese Willensbildung vornimmt und eben nicht subsidiär, organisch, von unten nach oben, basisdemokratisch, sondern von oben nach unten. Und das wird also wirklich nahezu autoritär vorgegeben. Es findet, soweit ich es in der CDU kenne, aber ich kann mir vorstellen, dass das bei den anderen so ähnlich ist, ist also die inhaltlich programmatische Willensbildung findet von oben statt, in den Parteizentralen, in den Fraktionsstäben und auch unter Einbeziehung der ministeriellen Expertise. Und dann wird das sowohl in der Regierung hierarchisch entschieden, die Regierung ist ja intern sowieso nicht demokratisch, die Exekutive, aber eben auch in der demokratischen Legislative, also im Parlament, wird es hierarchisch entschieden. Das geht sozusagen, ich will es mal überspitzt, diesen militärischen Begriff verwenden, Befehl und Gehorsam. Also wenn der Fraktionsvorsitzende das so und so entschieden hat und das mit seinen Leuten so besprochen hat, dann wird das so durchexerziert und der einzelne Abgeordnete unterliegt dann faktisch dem Fraktionszwang. Deswegen auch so einfach Wahlversprechen nicht einzulösen? Richtig. Weil es wird einfach umgeswischt oben und unten gar nicht gefragt. Genau. Und zum Beispiel ein ganz groteskes Beispiel ist, dass der Bundesparteitag der CDU hat einmal beschlossen, diese völlige Übertreibung der doppelten Staatsbürgerschaft, die wir haben, zurückzudrehen und das wieder sozusagen etwas weniger schlimm zu machen. Ich finde das ein ganz großes Problem. Und so sah das der Bundesparteitag auch. Also gibt es einen Beschluss des Bundesparteitages. Und da hat die Parteivorsitzende und Kanzlerin Merkel noch während des Parteitags gesagt, das werden wir nicht umsetzen. Also, und das funktioniert. Und das ist natürlich ein Schlag ins Gesicht der Rudimente an Demokratie, die es da noch gibt. Ja, ja, und in Corona hat sich ja verschärft. Ne? Da werden also noch vor Corona quasi absolut Wahlergebnisse, demokratische Wahlergebnisse annulliert. Und wir kennen noch das mit dem linken Abgeordneten und den AfDler. Ja. Weil es, ich meine, das Thüringen, ist schon, nehmen wir Thüringen. Genau, das ist schon grotesk. Und das war eigentlich der Anfang vor dem ganzen Corona-diktatorische Maßnahmen. Also für mich fängt das schon früher an. Also wir haben das ja auch in der Euro-Krise gesehen, dass der Wille der Regierung, wenn er einmal in den Parteien beschlossen ist, also wirklich hierarchisch durchgedrückt wird im Parlament. Oder noch schlimmer sogar, dass das Parlament gar nicht gefragt wird. Also es musste eine ganze Reihe von Prozessen vor dem Bundesverfassungsgericht geben, in welchen der Bundestag sich schrittweise und auch nur teilweise eine Mitbestimmung erkämpft hat. Und das Bundesverfassungsgericht hat an anderer Stelle sehr deutlich gesagt, wesentliche Entscheidungen unseres Gemeinwesens müssen im Parlament getroffen werden. Die Regierung hat gar nicht die Legitimität, wesentliche Entscheidungen eigenmächtig und ohne demokratische Kontrolle zu treffen. Und das ist bereits in der Euro-Krise eingerissen. Und das haben wir dann in der Corona-Krise bis zum Exzess erlebt, bis heute. Also wenn jetzt wieder fantasiert wird über Impfpflichten und so weiter, dann ist immer die Versuchung da, das letztlich ohne das Parlament zu machen. Einfach hatten wir auch alles auf dem Verordnungswege erst einmal. Und dann muss sozusagen das Parlament sich den Weg zurückkämpfen in die Macht. Und wenn dann aber intern das Parlament auch nicht demokratisch funktioniert, weil sie Fraktionszwang haben und die Parteien ihre Leute praktisch auf Befehl und Gehorsam gedrillt haben,
dann wo ist dann die Demokratie? Ja, und vor allem, wo sind die Instrumenten? Ja. Weil also, es ist ja die Gefahr da, das heißt, der einzelne Abgeordnete als Mensch, der ist ja also beeinflussbar, zum Beispiel durch Medien, durch diese zu starke Moralisierung. Ja. Und dann trifft er eine falsche Entscheidung. Oder durch Korruption, durch Lobbyisten. Genau. Das sind alles Menschen. Das sind alles, die Einfluss haben. Und da gibt es überhaupt kein Sicherheitsfundament, wo sagt, okay, wir diskutieren das nochmal mit dir. Ja. Und entscheiden aber dann zusammen. Das ist ja die Demokratie. Ja. Und plötzlich ist es alles abgeschaltet. Und ich meine, viele wundern sich, dass es so hart in Deutschland vorgeht. Mhm. Und da kommen wir vielleicht zum Kosovo. Ja. Weil woanders hat Deutschland und ich sag mal, transatlantische Agenda hat immer so agiert mit anderen Ländern. Ja. Total undemokratisch. Wir von einer Seite sagen die, okay, Assad ist ein Tyrann, mag sein, aber seit 2011 laufen die Sanktionen und werden auch keine Medikamente nach Syrien geliefert. Ja. Und jetzt im Corona kommen also dieselben Leute, sagen, ja, wir müssen uns schützen, ihr müsst zu Hause sein, um die anderen zu schützen. Und woanders machen die alles Mögliche, damit das Volk keine Gesundheitspolitik führen kann, also kein Medikamenten kriegt. Von allem auch Sanktionen laufen auch gegen Medikamenten, also für Medikamenten gegen Krebs. Und das sind ja immer dieselben Leute. Und plötzlich, ich sag mal das vielleicht mal etwas grob, aber die deutsche Bevölkerung erlebt jetzt das, was die anderen Länder schon lange über sich ergehen lassen müssen. Ja. Von diesen Personen, also es ist ja nicht von Deutschland aus, weil du sagst ja, Demokratie funktioniert da oben nicht. Das heißt, es hat mit Parlament, Parteien und von allem Volk nichts mehr zu tun. Also nicht der deutsche Volk hat entschieden, Sanktionen gegen Syrien oder Weißrussland. Stimmt, ja. Und das wird aber so dort verstanden. Gut, naja, es ist so, dass also außenpolitische Instrumente wie Sanktionen, das war schon immer die Prärogative der Exekutive. Außenpolitik. Und in vielen Staaten gehört zum Beispiel auch militärische Entscheidung allein in den Bereich der Exekutive. Das ist bei uns schon sehr weit ausgebildet, dass der Bundestag da mitentscheidet, aber auch das ist ja nur pro forma. Ja, wenn die Bundesregierung den Franzosen verspricht, dass wir nach Mali gehen mit der Bundeswehr, dann nickt das Parlament halt ab. Und das ist eigentlich mein zentraler Punkt, dass die Demokratie stirbt, auch ohne, dass man sie abschafft. Also man muss gar nicht das Grundgesetz ändern oder gefährden oder irgendwas tun, sondern wenn das nicht mehr gelebt wird, wenn der Bundestag nur noch aus Leuten besteht, die kritiklos die Armee hierhin und dorthin schicken oder die und jene Sanktionen verhängen und mittragen und so weiter und diese ganze Debatte gar nicht mehr erlaubt ist und jeder, der auch nur ein bisschen ausschert, ist gleich böse oder unmoralisch oder rechtsradikal irgendwas. Dann ist die Demokratie raus, aus der Hintertür raus, ja, ohne dass sie einer hat gehen sehen. Auf einmal ist sie nicht mehr da. Ja, ich meine, selbst die DDR hat sich als demokratisch bezeichnet. Der Begriff ist in dem Sinne sozusagen nicht geschützt. Ja? Man kann sich immer als Demokratie bezeichnen, aber es muss gelebt werden. Was hat unsere europäische Demokratie und unser Zwang, europäische Werte zu verteidigen, im Kosovo angerichtet? Wie hast du das erlebt? Wie hast du das Volk erlebt? Also ich glaube, dass die meisten, so wie ich auch, mit den allerbesten Absichten da zugange waren, zumindest dorthin gekommen sind. Aber bekanntlich ist der Weg zur Hölle mit guten Absichten gepflastert. Das Hauptproblem im Kosovo, mal abgesehen jetzt von der übergeordneten geostrategischen Frage und der völkerrechtlichen Frage, ob das eine gute Idee war, eine Sezession von der Republik Jugoslawien, die ja damals noch bestand aus Serbien, Montenegro, ob man das hätte unterstützen sollen. Die Frage können wir noch behandeln, aber die will ich sozusagen im Moment sogar ausklammern. Das ist ja der eigentliche Streit. Mal unabhängig davon ist der Punkt einfach, dass ein funktionierender Staat, bevor wir überhaupt von Demokratie sprechen, überhaupt erstmal handlungsfähig sein muss. Und das bedeutet im Kern, es gibt ja auch nicht demokratische Staaten, die handlungsfähig sind, zum Beispiel China. Und diese Handlungsfähigkeit beruht, das seit Thomas Hobbes ist das sozusagen in der Theorie völlig klar, beruht darauf, dass dieser Staat das Gewaltmonopol behält oder schafft. Dass der Staat beansprucht das Gewaltmonopol.
Und diese Situation, die haben wir im Kosovo nie hergestellt, weder vorgefunden noch hergestellt. Es gibt dort eine staatliche Struktur, über deren Legitimität wir streiten können. Aber das noch viel tiefer liegende Problem ist, dass dieser Staat gar nicht beansprucht, wirklich ein Staat zu sein. Er ist eigentlich nur eine Fassade. Und dahinter, hinter dieser Fassade, haben wir im Grunde die vorstaatliche Situation von Clan-Gesellschaften, einer Clan-Kultur, wo eben die Gewalt, also die ausübende Gewalt oder auch die Gewalt, Recht und Ordnung herzustellen, nach welchen Kriterien auch immer, beansprucht wird von Privatleuten. Und das ist eine vorstaatliche Situation. Die ist dort Fakt. Und die ist noch schlimmer geworden dadurch, dass man Serbien rausgeschmissen hat als staatlichen Akteur. Und man hat es nicht ersetzt durch eine Instanz, die besser oder zumindest gleichermaßen staatlich agieren kann. Also das ist das eigentliche Problem. Es gibt dort gar keinen Staat. Es gibt dort die Karikatur eines Staates. Und das haben wir dann noch alimentiert durch sehr viel Geld und tun das bis heute. Wir alimentieren eine Situation, die aus staatstheoretischer Sicht eigentlich unerträglich ist, weil der Staat dort in extremis Beute ist von Clan-Strukturen, das heißt also von organisierter Kriminalität und von einer Überschneidung von politischen, ökonomischen, militärischen Interessen, die alle und kriminellen Aktivitäten, das heißt, das wird, die alle in einer Hand zusammenlaufen. Das heißt, das wird geduldet und sogar auch noch Geld rein. Ja, und das ist sozusagen, das ist das Kernthema auch dieses Buches, dass ich sage, wir wissen ganz genau inzwischen, was da los ist. Das gibt Berichte des BND, die für jeden im Internet zugänglich sind. Der BND spricht von einem multikriminellen Funktionsraum und so weiter. Ja, also das ist also ganz klar bekannt und wir haben mit diesen Leuten uns ins Bett gelegt. Aus übergeordneten außenpolitischen Gründen. Und darüber kann man drüber streiten, warum wir das gemacht haben. Aber das haben wir gemacht. Also das erinnert mich als Laie, ich sage nochmal, an die Situation im Afghanistan. Ja, natürlich. Weil da natürlich hat ja Westen, ich sage Westen, Deutschland ist ja, hat das erstmal mitgeduldet und dann auch aktiv gewesen, also seit Merkel-Ära. Und da wurde ja auch erstmal eine bestimmte Gruppe unterstützt. Ja. Und dann auch eine quasi Stadt gebildet. Ein sehr zerstrittener Staat, auch von Clans, unterschiedliche Religionsrichtungen, und wurde 16 Jahren Geld reingepumpt. Ja. 16 Jahren Geld, Militär, und das hat außer Gewalt und das Volkszerstörungsprozesse gar nichts beeinflusst. Das ist absolut richtig. Also mir hat ein deutscher General, mit dem ich über das Kosovo sprach, mal gesagt, nachdem ich also eine halbe Stunde mich beklagt habe, so ähnlich wie jetzt, da hat er kurz Pause gemacht und dann gesagt, so, und jetzt stellen Sie sich das alles noch 10-mal schlimmer vor, dann haben Sie Afghanistan. Das sind leider nur zwei Konflikte, aber es gibt ja noch mehr. Hm. Gut, das werden wir jetzt nicht lösen. Ich empfehle auf jeden Fall jedem Zuschauer, das Buch zu lesen. Ja, weil vor allem für die Zuschauer, die erst in der Corona-Krise wach geworden sind. Ja. Weil es hat alles seinen Anfang und der ist nicht heute. Und nicht 2020 und nicht im März. Ja. Das hat schon, also diese Prozesse sind schon viel früher angefangen. Und zumindest mal jetzt haben wir quasi diesen Zusammenwachsen von das allem. Ja, und das denke ich auch. Im Moment zu nichts Gutes führt es. Aber wir sind trotzdem noch positiv. Ja. Wie bist du aus dem CDU ausgestiegen? Warum? Ich habe. Lief ja nicht schlecht für dich, obwohl du kritisch warst. Naja, es lief einerseits sehr gut. Was nie geklappt hat, ist diese kritische Position wirklich auch politisch vertreten zu können. Weil ich denke, die Eigenständigkeit, die ich beanspruche und die Verantwortung allein vor meinem Gewissen und eben nicht die Loyalität gegenüber Personen wie im Feudalismus, das hat einfach nicht gepasst. Das hat nicht gepasst und das war ein durchaus schmerzhafter Lösungsprozess, der eigentlich dann endgültig zum Bruch führte, als ich eben nicht nur gewisse Elemente der Euro-Stabilisierung, den fundamentalen Fehler
der unkontrollierten Massenmigration 2015 und dann auch das aus meiner Sicht wirklich komplett planlose Seuchenmanagement seit 2019/20, dass diese Dinge einfach dermaßen zusammenkamen und ich also in unzureichender Weise mich da anpassungsfähig erwiesen habe, sondern praktisch immer bockiger wurde. Das musste zum Bruch. Also ich hatte im Grunde nur noch die Wahl, ob ich jetzt aufgebe und sage, das parteipolitische Engagement ist beendet, ich beschränke mich jetzt auf eine administrative Funktion, oder ob ich sage, wenn ich politisch weitermachen will, dann muss ich woanders hin. Und so bin ich zur Basis gekommen. Und ich bin dann, habe diesen Wechsel ja erst dieses Jahr vollzogen. Die Basis war ja auch noch nicht mal, die war gerade erst gegründet, ne? Die ist im Juli gegründet worden letzten Jahres. Und ich bin im März gewechselt, weil ich darin die Chance gesehen habe, etwas Neues aufzubauen und eben von Anfang an diese Fehlentwicklung und diese undemokratische Vorgehensweise zu unterbinden. Es gab ja sehr viele Demonstrationen in Deutschland letztes Jahr, auch dieses Jahr schon etwas begrenzt, weil also ich war mindestens bei 20 solche Demos und ich habe auch Polizeigewalt selbst nicht erlebt, aber viel gesehen. Und warst du auch auf solchen Demos? Ich habe eine einzige Demonstration auch genutzt, um meinen Standpunkt klarzumachen. Warst du noch bei CDU damals? Da war ich noch in der CDU, ja. Da war ich noch in der CDU, aber es war mir schon klar, dass das sozusagen nicht gut gehen würde. Ich hatte die bewusste Provokation. Ja, das war mir auch klar. Also das war Teil eigentlich meiner Transformation, meiner politischen Transformation. Man wechselt ja eine Partei nicht wie das Hemd. Das heißt, du hast dir extra so einen Schlagbaum hinne zugemacht, damit du nicht mehr zurück kannst. Ja, so habe ich es gar nicht überlegt, sondern das war wirklich für mich eine Gewissensentscheidung. Das ging ja vor allem um das Thema Impfen. Ich war zunächst, also ich habe die Corona-Maßnahmen kritisch gesehen. Ich fand den Lockdown unverhältnismäßig und wenig zielgerichtet. Aber ich habe eine Zeit lang das Impfen befürwortet, bis ich selber für mich persönlich einen Gewissenskonflikt festgestellt habe, als mir klar wurde, dass die Impfstoffe, die wir haben, alle direkt oder indirekt zu tun haben mit Stammzelllinien, die aus Abtreibungen herrühren. Und das ist ein Thema, was zum Beispiel die offizielle katholische Kirche inzwischen auch akzeptiert, aber ich persönlich eben nicht. Ja, und das ist ein sehr spezielles Thema, aber für mich war das eine Gewissensentscheidung, die dazu führt, dass ich mich nicht impfen lasse mit diesen Substanzen und in demselben Moment ich natürlich auch die Freiheit beanspruche, eine solche Gewissensentscheidung zu treffen. Also ich habe mich immer verglichen mit den Wehrdienstverweigerern, die auch sagten, sie können aus Gewissensgründen keine Waffe führen und aber gleichzeitig eben auch Teil der Solidargemeinschaft sind, die sich verteidigen muss nach außen. Und so denke ich hier auch. Ich kann durchaus verstehen, dass teilweise ja auch übertrieben große Hoffnungen in die Impfstoffe gesetzt wurden, dass man das nicht begeistert aufnimmt, wenn Leute sich nicht impfen lassen. Aber man muss das irgendwo auch akzeptieren. Ja, aber ich glaube, jetzt heutzutage sieht man ja auch zumindest mal, dass man nicht mit zwei beglückt wird, sondern drei, vier. Ja. Und jetzt mit dem neuen Corona-Stamm haben wir schon in England gesagt, alle drei Monate impfen. Ja. Und also für mich, ich bin ja auch ein Impfskeptiker, nur wegen Corona-Impfstoffe. Ja. Vorher war ich überhaupt kein Skeptiker. Ich auch nicht, nein. Und das heißt, das, was uns versprochen worden ist, ist nicht angehalten worden ist und uns wurde immer gesagt, Wissenschaftler haben getestet, Wissenschaftler haben Studien durchgeführt, alles sicher, alles passt, alles wunderbar und plötzlich, so kurz nach dem Sommer, wo die Urlaubsreisende zurückkamen und zum Test verpflichtet wurden, plötzlich stiegen die Infektionszahlen und dann war eine ganz andere Sprache. Und dieses Kurzgedächtnisproblem, das haben wir bei unserer Regierung ja bei vielen anderen Problemen auch, sei das Flüchtlingskrise, Afghanistan, Syrien, Russland und sonst noch was. Und ich bin ja
ich sage es immer so, also ich meine, Afghanistan wurde quasi so fast zugegeben, dass es ein Fehler war. Ja. Es wurde ja bei keinem Konflikt zugegeben. Stimmt. Es ist aber auch nur Corona zu verdanken, weil ja. man darf jetzt alles machen. Ja. Und unbestraft, so kommt ja. mir es vor. Ja. Und, aber wenn so eine Regierung 16 Jahren mit ja. unbegrenzten Mitteln, so muss ich sagen, mit unbegrenzten ja. politischen, ökonomischen, ja. militärischen Mitteln ja. so ein Desaster organisiert, da bin ich absolut skeptisch zu allem, was ja. die Regierung macht. Entweder brauche ich eine neue Regierung, eine neue Partei, die sich gerade aus Skeptiker zusammensetzt, mhm. weil das, was vorher gefahren worden ist, mhm. hat uns ja nicht nur dazu geführt, wo wir jetzt sind, ja. sondern auch da davor alles zerstört, also und auch inklusive Brücken verbrannt. Mhm. Und da bin ich schon gleich skeptisch. Von allem, da sind ja dieselben Experten, sei das der Lauterbach, der bei Schweinegrippe, der Söder hat sich schon damals zweimal impfen lassen gegen mhm. Schweinegrippe, genauso mhm. öffentlich wie jetzt, und hat auch geschrien, Impfstoffe sind sicher. Mhm. Und das ist, glaube ich, der Grund auch, warum Basis auch so einen Zulauf hat, weil ich bin ja nicht der Einzige, der das sieht, auch von normalen Bürgern. Wie ist das jetzt? Ist die Basis meistens so Aussteiger aus dem System oder gibt es auch ganz junge Leute in der Politik? Ich wollte auf den Punkt davor noch ganz kurz eingehen und dann gerne auf die Basis. Wir haben einfach gesehen, bei der Flut im Ahrtal, bei dem Desaster in Afghanistan, bei weiten Aspekten der Seuchenkontrolle, bei Teilen der Aspekt, bei der Bekämpfung von Kriminalität und Steuerbetrug in unserem eigenen Wirtschaftssystem. Stichwort oder Cum-Ex, ja. Maskendeals, Wirecard. Die hochgradig gefährdete Energieversorgung Deutschlands, die Situation im Stromnetz an Tagen wie heute. Der desolate Zustand der Bundeswehr, der Rückgang der Fähigkeiten unserer Spezialkräfte in der Polizei, der bewusste Abbau solcher Fähigkeiten, das völlige Unvermögen des Staates im Umgang mit organisierter Kriminalität arabischer Großfamilien. Also ich könnte endlos aufzählen. Bildung, die Kulturnation Deutschland. Das ist ein überbordendes und für mich persönlich nahezu unerträgliches Staatsversagen, was wir haben. Und ich sehe auch, dass die CDU das 16 Jahre lang verantwortet hat. Also deswegen tritt sie jetzt völlig zu Recht ihren Niedergang an. Völlig zu Recht, weil das hat dieses Volk nicht verdient, so schlecht regiert zu werden. Nur werden es die anderen im Grunde noch schlimmer machen. Also das ist die Situation. Die Basis ist im Vergleich dazu ein sehr, sehr kleines und zartes Pflänzchen. Und ich würde sagen, die 1,4 bis 5%, die wir in der Bundestagswahl bekommen haben, sind auch die ehrliche Quittung des Souveräns, weil die Partei kein Gesicht hat und ausschließlich mit sich selbst beschäftigt ist. Die Basis hat keinerlei programmatische Antwort auf dieses Komplettstaatsversagen, was ich da skizziert habe. Das ist nicht im Ansatz bisher passiert. Das ist einfach das Problem. Und deswegen ist es auch gut, wenn wir jetzt einen neuen Vorstand wählen. Das ist ja jetzt am Sonntag, soll ein neuer Vorstand gewählt werden. Das wäre sehr nötig. Ja, also die Geburt von der Partei war ja, es ist ja nicht nur in kaltes Wasser geschmissen, das ist ja. In brennendes Wasser geschmissen, weil in Corona-Krise entstehen natürlich also viele Bewegungen und auch viele unkontrollierte Bewegungen, auch von Menschen aus, die von Menschen ausgehen, weil die wollen was tun, können aber noch nicht, weil dieses politische Kultur gibt es ja hier nicht. Genau. Die Frage war ja, was sind das für Leute? Also das Schöne an der Basis oder eine der vielen guten Seiten der Basis, es sind sehr, sehr unterschiedliche Leute. Wir sind jetzt nahezu 32.000 Mitglieder. Also wir sind dabei, die AfD zu überholen an Mitgliederzahl und sind im Grunde schon eine Volkspartei im Kleinen. Also wir müssten jetzt noch 10-mal wachsen, dass wir sozusagen die großen Volksparteien auch einholen. Aber die Bandbreite ist jetzt schon eine Volkspartei in Nucleo.
Ja, aber ich würde diese 1,4% nicht so klein sehen, weil wenn die Medien, unsere GEZ-Medien, ihren staatlichen Auftrag, den sie Bürger verpflichten, erfüllt hätten, das heißt auch über euch berichtet und nicht als Querdenker, Nazis, Rechtspopulisten verunglimpft werden, dann hätten vielleicht auch 3, 4, 5% gewählt. Ja. Wer weiß, weil auch, ich kann mich gut erinnern, ein Video, wo quasi das erste, also die Partei gegründet worden ist mit einem Sturm von Polizei. Und also das ist ja die Bedingung, wo es entstanden ist. Ja. Also ich habe ja die Basis, die Aufstehung und auch diese Bewegung sehr sorgsam verfolgt. Ja, so haben wir uns kennengelernt. Ja, genau. Beim Parteitag. Ja, das war auch mein erster Parteitag. Ja, ja. Und es war schon zu sehen, dass trotz allem, es ist quasi auf einem brennenden Feld. Richtig. Mit übermächtigen Medien, Politiker und diesen ganzen Kontaktschulsystem. Ja. Wurde halt einfach mit einer Walze drüber gefahren durch diese Sprossen. Aber ja, es ist ein Wunder. Das stimmt, es ist ein Wunder. Und wie gesagt, die Vielfalt ist wirklich auch sehr erfreulich. Also Ärzte, Ingenieure, natürlich viele Heilkundler, aber auch Beamte, ganz Hochschullehrer, normale, also Gymnasiallehrer, Grundschullehrer, Hausfrauen. Hausmänner, Rentner, Studenten, also das ist wirklich, die Bandbreite ist enorm und die Leute sind sehr guten Willens. Also das gibt mir täglich auch Mut. Die sind guten Willens, aber sie sind führungslos. Also leider ist eine allgemeine Verwechslung bisher eingetreten zwischen Basisdemokratie und Führungslosigkeit. Das ist nicht dasselbe. Also Basisdemokratie bedeutet nicht Chaos und komplette Ineffizienz und Abwesenheit jeglicher Struktur. Sondern Basisdemokratie bedeutet eine möglichst weitgehende Legitimierung der handelnden Personen. Die müssen dann aber schon auch eine Verantwortung übernehmen für einen Prozess, für ein Programm und so weiter. Und das muss dann immer iterativ in Rückkoppelung mit dem Souverän der Partei, also der Mitgliedschaft, muss das erfolgen. Aber man kann sich nicht einfach zurücklehnen und sagen, es wird jetzt ein Programm vom Himmel fallen. Und ich mache hier gar nichts. Ich bin der Vorstand, aber ich mache nichts. Ja, das hat also nie funktioniert. Also von allein wächst ja nur was in der Natur. Also ja, wir Menschen müssen ja uns irgendwie erstmal zusammensetzen, was besprechen und irgendeiner muss es tun. Ja. Also Basis hat ja jetzt erstmal eine schwere Gründung gehabt und du bewährst dich auch jetzt für den Fortsitz. Ja. Also ich kriege das in meinem Chatforum immer wieder mit, dass, also auch, ich habe ja halt für Basis auch so ein bisschen Werbung gemacht, weil ich auch sehr viele Leute kenne aus der Basis. Dich habe ich ja dann erst kennengelernt in Frankfurt im Sommer, aber ich kenne auch zum Beispiel Hermann Plopper oder auch also Leute aus der Friedensbewegung, die sind auch dann vermehrt in die Basis geflossen und eingestiegen und also klar, Fühl mich, Wodak, das sind halt Leute, die man kannte, aber die waren halt aus anderen Bereichen des Politik oder aus den anderen Bereichen der Wirtschaft. Und sehr viele sagen, also zumindest mal die ganz normale Bürger, dass es gar nichts mehr bringt, dieses Parteisystem bringt nichts mehr, weil die ja sehen, dass es nichts gebracht hat. Mhm. Und von allem, da sind alle unterwandert. Was sagst du zu diesen skeptischen Ansichten? Ja, das ist sehr bedenklich, sehr betrüblich und sehr bedenklich. Also ich denke, dass einfach, also ich weiß, dass die Situation nicht so schlimm ist. Ich glaube, das System selbst ist durchaus noch vital. Es generiert ja, wenn die etablierten Parteien solche Fehler machen und das Vakuum praktisch immer größer wird, dann entstehen ja neue Formationen. Die Grünen sind entstanden, weil man einfach nicht in der Lage war, dieses Bedürfnis im Volk abzudecken nach Umweltschutz und Friedensbewegung. Und auch die AfD ist entstanden, weil einfach das Bedürfnis nicht mehr durch die CDU abgedeckt war nach innerer Sicherheit und einen etwas rigideren Umgang mit unseren Staatsfinanzen im Zuge der Eurokrise. Und insofern glaube ich auch, dass jetzt das Bedürfnis einfach da ist nach einer originär demokratischen Kraft, die zunächst überhaupt mal den Diskursraum wieder öffnet. Wo man sagt, wir können hier offen reden, wir können unsere Häupter erheben und unsere Meinung sagen, dafür sind wir ein freies Land. Und das lassen wir uns nicht verbieten. Und wir lassen uns auch nicht verbieten, auf die Straße zu gehen und dafür zu demonstrieren. Und ich glaube, das ist das Urbedürfnis dieser Demokratie, welche die Basis jetzt einfach verkörpern muss und dann eben auch zur programmatischen
Lösungsansätzen kommt bei diesem umfassenden Staatsversagen, das ich skizziert habe und das sich halt bei weitem nicht beschränkt auf Corona. Und ich glaube, das ist vielleicht wirklich das Manko bisher, dass wir uns nach außen hin ausschließlich auf Corona kapriziert haben und nicht in der Lage waren, irgendein anderes Politikfeld auch zu besetzen und sei es exemplarisch. Das kann ich verstehen, dass Bürger sagen, naja, sowas brauche ich nicht. Ja, ich will schon da Leute haben, die mir den Eindruck erwecken, auch eine Bankenkrise oder eine Inflationskrise, die wir jetzt vor der Tür haben. Ja. Regierungsfähig sein. Die regierungsfähig sein, ganz genau. Also keiner wählt eine Opposition, die er nicht auch für regierungsfähig hält. So. Und diejenigen, die das System insgesamt in Frage stellen, tun das insofern auch, weil sie eben nirgendwo mehr die Hoffnung haben, dass sowas kommt. Aber genau das müssen wir ihnen halt geben. Und deswegen halte ich die nicht für verloren. Auf keinen Fall. Die sind, ich hoffe sehr, dass die doch noch erreichbar auch sind. Das ist ja auch die integrative Funktion, die wir haben. Und deswegen ist es eigentlich doppelt traurig, wenn aus dem Establishment so auf uns eingedroschen wird. Weil wir natürlich eine integrative Funktion haben. Ja, die werden zur SPD gehen, die bestimmt nicht mehr. Das heißt, ja. Du meinst, unser Demokratiehaus Deutschland mit einem Fundament von Grundgesetz ist noch zu retten. Man muss nur halt den Hausmeister etwas anders. Ja, das würde ich hoffen. Also ich habe auch als Verfassungstheoretiker, der man im Kosovo ohnehin wird, ich könnte mir auch eine Verfassungsreform vorstellen. Ich denke, der Zeitpunkt der Wiedervereinigung wäre gut und richtig gewesen für eine Verfassungsreform. Ich habe großes Verständnis und Bedürfnis nach Volksentscheiden und auch nach einem durch Volksentscheid legitimierten Grundsatz der Verfassung. Das Grundgesetz ist ja nie durch das Volk legitimiert worden. Also meine Grundüberzeugung ist, wir müssen wirklich ernst machen mit der Demokratie und dem Volk die Souveränität auch zugestehen, die es hat. Das Volk ist der Souverän. Und der Krieg ist jetzt lange genug vorbei, um wirklich jetzt dem Volk auch zu vertrauen und zu sagen, wenn du eine andere Verfassung willst, dann sollst du sie dir geben können. Ja? Also ich denke nicht, dass das Wohlverhalten des deutschen Volkes auf der Weltbühne am Grundgesetz hängt oder am Föderalismus oder an den bestehenden Parteien. Und demokratische Prozesse, auch wie Volksabstimmung, wir hatten ja vor kurzem in der Schweiz eine ja. Volksabstimmung, wo genau. 62% ja. entschieden haben, doch 3G und ja. Sonst noch was. Aber ist es überhaupt diese freie Entscheidung möglich ohne freie Medien? Eben. Also, aber das ist schon mal der erste Schritt. Also ich denke, gerade die Schweizer beweisen, es ist nicht so, dass der Deutsche ein genetisches Defizit hätte, was ihn nicht in die Lage versetzt, solche Volksentscheide durchzuführen. Also wir könnten das auch. Wir sind dafür nicht zu doof. Natürlich muss man die freie Debatte zulassen, aber das ist ja auch ein dialektischer Prozess. Wenn ich nichts zu entscheiden habe, klar, dann reicht mir vielleicht auch die Tagesschau und ich fühle mich informiert und ich habe ja sowieso nichts zu sagen. Aber in dem Moment, wo ich was mitentscheiden kann, dann informiere ich mich halt auch breiter. Ja. Ja, und dann verlange ich vielleicht auch von meinen öffentlich finanzierten Medienanstalten auch eine bessere Information und nicht nur eine plumpe Meinungsmache. Vielleicht wird auch die Wahlbeteiligung dann steigen. Natürlich. Wenn die Leute Natürlich. Wieder glauben, dass sie mit ihrer Stimme was verändern ja. können. Nicht nur für sich, sondern auch Deutschland ja. ist ja außenpolitisch auch aktiv. Und so wie ich das verstanden habe, es gibt in der Basis außer Corona-Politik jetzt noch nichts Konkretes, was jetzt anderen Themen betrifft. Ja, aber es gibt natürlich das Versprechen, dass wir diesen Diskursraum öffnen wollen. Also wir wollen sowohl den Souverän der Partei an der Willensbildung beteiligen, aber auch das Volk. Also wir würden, wenn wir in dem Moment, wo wir Einzug halten in ein Parlament. Und die nächste Chance ist am 27. März im Saarland. Ja, da kommt es ja. Wir haben ja 4 Landtagswahlen anstehen. Und da wird man sehen, in dem Moment, wo die Basis in einem Parlament ist, wird das Volk gefragt. Das Volk wird gefragt, wie sich die Fraktion verhalten soll. Und natürlich ist der Abgeordnete am Ende seinem Gewissen verantwortlich. Aber wenn er weiß, wie seine Partei tickt und wie das Volk tickt, dann ist das natürlich auch für sein Gewissen informativ.
Und aus dieser Abwägung heraus, und also ich sag mal, ich möchte Abgeordnete, die wissen, wie das Volk tickt und die sich nicht danach richten, was ihr Fraktionsvorsitzender sagt. Meinst du, wir sind digital genug in Deutschland, um das zu vollenden? Ja, dass, natürlich. Dass wir durch die Abstimmung verfahren und dass man nicht jeden Tag irgendwo zum Briefkasten läuft und seine Stimme abgibt für irgendeine Abstimmung, sondern es geht auch digital. Ist die Basis digital genug? Also wir werden jetzt am 4. und 5. Dezember dieses Wochenende einen digitalen Bundesparteitag durchführen, mit über 30.000 Mitgliedern, die das Recht haben, da zu entscheiden. Und das ist also nicht wie bei der CDU oder in anderen Parteien, dass die dann Delegierte wählen müssen und am Schluss überhaupt nichts mehr zu melden haben, sondern da kann jedes Mitglied kann sich anmelden, kann an diesem digitalen Parteitag teilnehmen. Ich persönlich wünsche mir immer auch eine Präsenzveranstaltung. Das kann man ja auch hybrid machen, aber das geht im Moment tatsächlich nicht. Das geht aus verschiedensten Gründen nicht. Und weil es einfach jetzt brennt, unter den Nägeln, müssen wir es digital machen. Aber wir haben die Technik und wir werden es den Großen zeigen, dass wir das können. Ja. Also wir haben ja jetzt fast eine fertig gestandene Koalition aus SPD, Grünen und FDP. Mhm. Und die Ämter sind fast geteilt. Also wir haben, also eigentlich ist es logisch, dass Liberale, also sie haben sich ja immer für Finanzexperten gehalten, dass die Finanzwesen, SPD ist ja eigentlich ein soziales Wesen, ne? Und alle anderen Ämter, aber dass Grün jetzt Außenministerium übernehmen, also von Thema Tierschutz zum Putin-Konflikt, wie siehst du das? Ist das überhaupt machbar? Also ich sehe, wo das herkommt. Ja. In so einer Koalitionsverhandlung hat natürlich der größte Partner hat den Zugriff auf das Kanzleramt. Und wenn das in dem Fall die beiden kleinen, sonst ist es ja fast immer eine kleine Partei gewesen, aber jetzt sind es zwei kleinere, hat sozusagen dann den nächsten Zugriff. Und wenn die sich dahingehend einigen, dass der eine von vornherein sagt, er wird das Finanzministerium nehmen, was ja im Grunde das wichtigste Ressort ist, dann wird natürlich der Dritte sich das Auswärtige Amt nicht entgehen lassen. Also dass das, wenn die FDP jetzt sagt, von Anfang an, sie will das Finanzministerium, aus sehr guten Gründen, dann war völlig klar, dass das Außenministerium an die Grünen geht. Also das ist nicht überraschend. Aber dass die Grünen nach der Erfahrung im Wahlkampf mit der Kanzlerkandidatin Baerbock jetzt wiederum das so besetzen, das müssen sich die Grünen natürlich fragen lassen. Aber das möchte ich gar nicht kommentieren. Die Basis ist eine, also du hast gesagt, relativ breit gestellt, unterschiedliche Richtungen. Wie sieht es bei euch auch mit dem Grünen-Thema aus? Also wir sind keine blinden Anhänger einer Klimaideologie. Das ist ja für manche eine Ersatzreligion geworden. Wir sehen aber auch, natürlich, wir sind ja sehr erpicht auf evidenzbasierte Diskussion. Und wir sehen natürlich, wie jeder andere auch, dass die Erderwärmung zunimmt. Und wir wissen auch, dass man zumindest mal nicht ausschließen kann, dass das vom Menschen verursacht ist. Insofern, glaube ich, ist die Basis von den Leuten, wie gesagt, wir haben noch kein Programm, aber nach allem, was ich höre, wenn ich da das Ohr richtig an der Schiene habe, ist die Basis grundsätzlich unbedingt auch für Klimaschutz, indem man natürlich versucht, Emissionen zu reduzieren. Ich glaube, wir würden aber auch differenzieren zwischen verschiedenen Emissionen. Man muss das nicht nur auf CO2 kaprizieren. Man kann durchaus über Methan sprechen, wie das jetzt in Glasgow überraschend auch geschehen ist. Und natürlich ist auch die Kernenergie eine Möglichkeit, um klimaschädliche Emissionen zu reduzieren. Also moderne Kernenergie. Moderne Kernenergie, ja. Und das ist jetzt meine Privatmeinung, also jenseits nicht vorhandener Programme ist das schwierig für die Partei zu beanspruchen. Aber ich würde immer vertreten, dass wir offen sind für technische Innovationen, auch und vielleicht sogar insbesondere im Bereich der Kernenergie. Also weißt du, das einzige Vorschlag von den Grünen, den würde ich gerne nehmen, aber eher auf Militär umsetzen, also Lastenfahrräder.
Also ist aus russischer Sicht, verstehst du, das ist für mich halt, wäre halt vorteilhaft, wenn, wenn die deutsche Soldaten im Rahmen der NATO-Mission an die polnische Grenze mit Lastenfahrrädern kommen. Nur das Problem ist einfach, dass viele auch altgediente Aktivisten der Umweltbewegung sich jetzt nur noch auf Klima kaprizieren. Das ist auch eine... Frieden spricht, also hat überhaupt keine Rolle mehr. Frieden, aber ich will jetzt mal ganz stark in den Vordergrund stellen, alles, was mit Artenschutz zu tun hat, Biodiversität und Tierschutz im weitesten Sinne. Auch, und da gehört natürlich unmittelbar dazu die Frage der Landwirtschaft. Was tun wir eigentlich und was sehen wir programmatisch für Ansätze, um zu einer regionalen Landwirtschaft zu kommen. Das Interessante ist, glaube ich, dass unser nationales Interesse im Bereich Energie und Landwirtschaft, also Lebensmittelversorgung, das nationale Interesse und die Bedürfnisse der Umwelt und der Natur, die sind eigentlich gar nicht konträr. Was ich damit sagen will, das nationale Interesse wäre ja eigentlich Autarkie. Wir wollen ja nicht von vornherein abhängig sein von dem Import von Öl und Gas, sondern sollten versuchen, möglichst viel unseres Energiebedarfs eigenständig zu produzieren. Und das spricht natürlich für erneuerbare Energien. Ja. Ja? Denn wir können natürlich nicht auf Dauer nur hier die Kohle abbauen und unsere Landschaften verwüsten. Wir wollen natürlich im Prinzip Windenergie, Solarenergie, Wasserstoff, Kernenergie und so weiter. Das ist aber auch alles zuträglich der Autarkie. Genauso bei den Lebensmitteln. Wenn wir es schaffen würden, nicht so eine horrende Überproduktion auf der einen Seite durch Massentierhaltung und auf der anderen Seite aber auch im Bereich der Lebensmittel angewiesen zu sein auf Importe, sondern wir wieder zurückkehren zu einer regionalen Landwirtschaft, eine sozusagen Rundumversorgung durch den örtlichen Bauern und dann eben auch saisonal und nicht zu jeder Jahreszeit von sonst woher eingeflogene exotische Dinger, die früher auch kein Mensch hatte. Ich will das den Leuten nicht verbieten, aber ich möchte einfach sicherstellen, dass die Politik das ihr Mögliche tut, um diese beiden Aspekte, Naturschutz, Tierschutz einerseits und unser wohlverstandenes nationales Interesse nach Autarkie in Einklang zu bringen. Ja, weil von allem, wenn man jetzt einfach mal die Grünen ihr Wahlprogramm anhört und was die, also mit dem, ich meine, von einer Seite sagen die, Nord Stream 2 macht uns abhängig, obwohl Gazprom Druzhba ist seit Sowjetunion da und ist irgendwie kein Einfluss von Putin oder Jelzin oder damals, Gorbatschow gewesen. Aber gleichzeitig Abbau von eigener Energieerzeugung und mit dem Blick an Ankauf an USA Fracking-Gas. Ja. Ich meine, das muss doch irgendeinem die Birne immer aufgehen und da stimmt doch was nicht. Das ist nur populistische Aussagen, das scheint eher, dass man die Interessen den anderen bedient, ist doch also abhängiger Deutschland ist von Energieressourcen, sind wir nicht von Putin abhängig, sondern auch von Amerika. Definitiv. Also überhaupt frage ich mich, welche Interessen da vertreten werden. Wenn ich lese, dass angeblich der Klimaschutz Vorrang hat vor dem Artenschutz, natürlich bin ich nicht so naiv, dass ich nicht wüsste, dass auch hinter den erneuerbaren Energien ganz massive finanzielle Interessen inzwischen stehen. Und da ist mir aber der Artenschutz nicht weniger wichtig, aber auch bloß weil er weniger Geld hat. Ja. Also und genauso im Energiebereich, selbstverständlich. Also wenn wir die Bundeswehr nach Mali schicken, um indirekt den Franzosen zu helfen, ihre Uranminen in Niger zu schützen, damit die Franzosen Atomstrom produzieren und Atomwaffen haben und wir dann, wenn es wenig Wind hat und dunkel ist, das dann importieren auf unsere Kosten. Da ist also irgendwo der Wahnsinn komplett. Ja, aber so ist es genau. Und das ist ja wahrscheinlich auch die Folge von unserem Medienproblem. Ja. Also es ist egal, in welche Bereiche. Und deswegen gibt es auch so viele Corona-Skeptiker, weil wenn man sich nur für irgendeinen Bereich des Lebens interessiert hat, sei das Frieden, Ökologie oder Völkerverständigung, dann stößt man sofort auf irgendwelche gravierende Fehler, die eigentlich ja gar nicht so sein können. Also das sind ja... Also, ich bin mir sicher, das ist nicht unbewusst gemacht. Das ist schon eine Politik. Ja. Und zwar jahrelange Politik.
Sei das der Konflikt mit Russland oder halt diese Loyalität zum allem, was die amerikanische Regierung macht. Ich sage extra nicht Amerika oder Amerikaner, weil die leiden, also die Amerikaner leiden ja noch mehr von amerikanischer Außenpolitik, weil die verletzten Soldaten kommen ja nach Amerika zurück. Und die ganzen Steuergelder, die jetzt überall verteilt werden, aber wenn man jetzt zuschaut, wie manche Straßen in New York aussehen mit Obdachlosen und miserable, also Corona-Krise hat ja auch die miserable Medizinsystem aufgedeckt, was ja eigentlich Trump also zu verschulden hat, was er nicht sein kann, der war ja nur vier Jahre im Amt. Und also es ist schon eine schwere Zeit, muss ich sagen. Ne? Ja. Also ich als einer, der quasi dieses Neu-Russland überlebt habe, damals nach den 90er Jahren, also ich ahne, was da kommen kann. Ja. Und ich setze mich deswegen auch dafür, also für jede positive Bewegung an, damit es nicht so kommt. Also das ist ein guter Punkt. Ich versetze mich mal in die Situation eines russischen Staatsbürgers kurz nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, der sieht auf gut Deutsch, wie sein Land vor die Hunde geht. Und ein Ausmaß an Chaos und rücksichtslosem Egoismus in Kombination mit wirklich grassierender Armut. Wir haben von hier Hilfskonvois nach Russland geschickt damals, weil auch Hunger drohte und also ich meine unglaubliche Zustände. Wenn ich mir das veranschauliche, dann kann ich sehr, sehr gut verstehen, vor welcher wirklich ernsten Krise wir hier vielleicht auch stehen, wenn das weiter vor die Hunde geht. Also ich möchte natürlich nicht durch ein solches Tal der Tränen. Ich hoffe, dass die Einsicht vorher einkehrt. Auf der anderen Seite kann es natürlich sein, dass eine derartige Lektion auch nötig ist. Dass also die Selbstheilungskräfte erst dann erwachen, wenn es wirklich am schlimmsten ist und gar nicht mehr anders geht. Also ja. Ich fürchte, also was wir so im Kleinen gesehen haben im Ahrtal, wenn also der Staat komplett versagt und nicht mal mehr in der Lage ist, seine Bürger aus dem Bett zu holen, ja. Obwohl er ein Jahr vorher die Sirenen eigentlich hätte testen sollen. Also ich wusste, dass das nicht funktioniert und was geschehen muss in der Katastrophenalarmierung. Ja. Also da passiert so etwas. Und so etwas kann jederzeit passieren. Und es können noch viel schlimmere Dinge passieren. Und wir wären genauso wenig darauf vorbereitet. Aber wie dann eben doch das Volk sich aufrafft und bereit ist zu helfen und die Schaufel in die Hand zu nehmen und was zu tun. Ich kenne allein aus der Bundeswehr 5 Leute, die in ihrer Freizeit dahin gefahren sind und was geschafft haben. Also ich schäme mich fast, dass ich es nicht gemacht habe. Aber ich habe gesagt, gut, ich baue jetzt politisch was auf, aber da sind andere hingefahren und haben die Häuser wieder aufgebaut. Das ist auch aus unserer Bewegung, Druschua, haben ja. wir auch. Und übrigens auch in der Basis. Ja. Aber dann, wir hatten also eine große Hilfsaktion in der Basis und dann wird natürlich von den Medien gleich gesagt, ja, jetzt nutzen die auch noch diese Katastrophe aus. Aber genauso wie die Grünen, auch die anderen, diese Katastrophe für Wahlkampagne genutzt haben. Ja. Jetzt haben wir Klimawärme. Und uns was vom Klima zu erzählen, weil es mal starken Regen gibt. Dass der Staatsversagen stattgefunden hat, weil in Deutschland, also Naturkatastrophen passieren überall, aber dass da danach keine Hilfe kommt. Ja, ja. Ich meine, es kann was schief gehen, aber Deutschland, die im Afghanistan quasi das Land verteidigt haben, haben eine kleine Region. Und die sitzen heute noch im Keller? Ja, ja. Ja, das ist wirklich. Also, und wir sehen im Ahrtal, ich fürchte, wir sehen im Ahrtal einen kleinen Vorgeschmack dessen, was uns blüht, wenn wir nicht vorher umkehren. Ja, ich war jetzt zwar noch jung damals, aber ich kann nur eins sagen, weil man kann hier, also diesen gesellschaftlichen Zerfall mit einem Kriegsfeld vergleichen. Hm. Da sterben halt Soldaten. Ja. Aber es könnte künftige Lehrer sein, Ärzte, also das, was das Land dann nachher aufbaut. Ja. Und das ist genauso in einem Zusammenbruch von Gesellschaften. Ja, und sehr die Leute, viele Kapazitäten werden einfach vernichtet. Und die Auswanderer. Ja. Wir haben die guten Leute wandern ja weg. Ja. Wir haben ja nicht nur einen Einfluss von gar nicht, also schlecht bis gar nicht Qualifizierten, die sich überhaupt nicht zugehörig fühlen, woher auch,
die hier einfach eine gewisse Mitnahmementalität einfach umsetzen, was ich auch tun würde an ihrer Stelle. Und dafür verlassen Leistungsträger jedes Jahr in großer, fünfstelliger Höhe das Land. Auch in dieser Krise sehr viele sind, also ich kenne sehr viele aus meinem Zuschauer, die jetzt nach Russland auswandern. Ja. Es waren die ersten natürlich die Gläubigen, ja, die das nicht vertragen haben. Ein guter Freund von mir ist nach Polen ausgegangen. Ja. Ja. Und gut, also Deutsche wandern irgendwo nach Ecuador oder sonst noch wo. Ja, Skandinavien viele, ja. Schweiz einige, also je nachdem, was man so hat. Ja, genau. Was man so. Manche sind auch nach Österreich, aber da ist die Impfpflicht schneller eingeführt worden ist als... Ja, und ich ehrlich gesagt, ich hätte nach Großbritannien auswandern können. Ich könnte das immer noch. Also das läge mir am nächsten von meiner Ausbildung her und von meiner Mentalität. Aber ich werde kämpfen um dieses Land. Ich werde um dieses Land kämpfen und das ist der Grund, warum ich in die Basis gegangen bin. Die Basis ist mein Weg, um für Deutschland zu kämpfen und diesem Land zu dienen. Ich hoffe, in der Basis sind sehr viele Menschen von deiner Sorte, weil es ist heute leider nicht mehr so oft, weil viele beschweren sich über alles Mögliche, wo sie selbst keine, weder Kampferfahrung, ich meine politischen Kampferfahrung haben, aber auch noch gesellschaftlichen Erfahrung. Und kennen das Leben nur von Fernseher und deswegen trauen die dann auch so sehr. Also ich war erstaunt, wo ich die Zahl gelesen habe, dass wir in Deutschland über 60-Jährigen 23 Millionen haben. Ja. Das sind quasi alle Wahlbeteiligten. Ja. Und wenn man sich nicht für Politik interessiert, als junger Mann und nur für seine Rente, dann wählt man halt SPD. Genau. Ja. Das heißt, man lässt die Leute entscheiden, denn sehr viel Angst gemacht worden ist, auch jetzt in Covid-Zeit. Ja. Und alles anders wurde ausgeblendet. Ja. Wir haben ja eine Krise nach der anderen, aber du bist ja ein Kämpfer. da können wir auch die nächste Krise angehen. Also wir haben jetzt ja in Weißrussland an der polnischen Grenze diese, ich sag mal, künstlich erzeugte Flüchtlingskrise. Ja. Von wem auch immer, ist egal, aber die kommen ja aus... Ist nicht egal, aber... Ja, jetzt können wir das also hier nicht beweisen, ob der Lukaschenko da ist oder wer sich da einmischt, ne? Oder auch BND da mitarbeitet, weil für mich ist immer erstmal die Gründe, dann die Folgen. Das heißt, die Leute kommen von wo? Aus Irak und Afghanistan. Ja. So, wer hat diese Krisen verursacht? Westen. Jetzt ist der Lukaschenko dafür verantwortlich gemacht. Weil von allem, es wird ja gesagt, Lukaschenko fliegt die Leute aus dem Irak raus. Irak ist ein westliches Land, eine pro-westliche Regierung, das passt ja auch nicht zusammen. Und ich habe ja eine interessante Geschichte in Deutschland, mein Aufstieg war ja relativ langsam und noch 2016 bin ich noch mit meiner schwangeren Frau ins Asylheim gezogen. Oh, ja. Weil die war Flüchtlingin aus Ukraine und ich konnte sie nicht alleine dort lassen, obwohl es war ein Hotel, ein sehr guter Besitzer. Und da waren aber auch Leute aus Irak und auch junge Leute. Und wirklich so, die kriminell waren, man hat es gesehen, die kamen leicht angestochen abends rein. Und manche, es gab auch sehr viele gute Leute, aber ich habe dann mit denen einfach mal in der Küche diskutiert. Also ich gucke ja nicht nur Medien, ich bin ja auch einer, der unter Menschen permanent ist. Und da habe ich auch die Gelegenheit genutzt, um zu fragen, wie stehen die zu Deutschland und warum die da sind. Und der konnte jetzt nicht so gut Deutsch, könnte aber mir vermitteln, dass Deutschland die zerbombt hat. Das heißt, die Amerikaner haben sogar auch dort informationstechnisch geschafft, Deutschland dafür verantwortlich zu machen. Das heißt, die Menschen kommen mit diesem Gedanken schon, nicht alle, aber das war meine Stichprobe. Und die sind ja wirklich im Krieg groß geworden. Ja. Die wären auch wahrscheinlich nicht mehr Ärzte und Lehrer, weil da gab es einfach keine Grundlage. Es ist ein zerbombtes Land, das kennst du vielleicht von Kosovo auch, dass sehr viele Menschen wirklich geistig verletzt sind. Man kann nicht alle Bildungsdefizite aufholen. Genau, und von allem, wenn man im Krieg groß wird, hat man auch ganz andere Instinkte. Ja. Und diese Krise wird aber jetzt komplett weggeschoben im Corona. Dass wir hier die Migrationskrise. Ja. Also das wird ein böses Erwachen geben. Das ist halt auch immer nur punktuell, glaube ich, im Bewusstsein, wenn hier in der inneren Sicherheit was passiert und irgendwelche Messerstechereien und so weiter. Und dann wird dann immer schnell die Decke der Psychiatrie darüber gedeckt. Ja. Aber ich glaube, das Ausmaß der fortgesetzten, unkontrollierten Migration, die für uns sehr schädlich ist, das wird den Leuten schon nach und nach bewusst werden. Aber im Moment in der Tat, das ist
Was meinst du, ist diese, das ist ja organisierte Migration. Natürlich. Also von der Staat will das ja. Also nicht der lässt Bürger, es zu, ja, ich denke, aber es gibt auch Leute, die das wollen, ja, glaube ich auch. Ja. Ist es nicht eine Folge von falschen Finanzsystemen? Natürlich, da profitieren, wir, ja, natürlich, da gibt dass es... Dass wir eine ja, Seite ja, von Welt ausbluten lassen, ökonomisch. Mhm. Und, Franzosen ja auch, eine halbe Afrika kontrollieren mit ihrem Dollar. Und auch unsere ganzen TTIP-Verträge und sowas ne, mit anderen Ländern, die ja, dienen ja auch dazu, dass die unsere Ware kaufen, die ja, wir mit Massentieren sowas, Tierhaltung genau, produzieren. Dass wir dorthin ja, landwirtschaftlich, also ja, ja, und, unglaublich. Und auch noch unser Kriege. Ja. Aber gleichzeitig hier wird alles in der Gesellschaft gemacht, dass die Frauen, also alle an den Arbeitsmarkt geworfen werden, ja, dass die Familien nicht mehr funktionieren. Ja. Dass die Menschen nicht mehr genug verdienen und auch dann manche auch auswandern. Also wir haben ja, glaube ich, waren die Zahlen von 16 oder 18, da bis zu 1 Million Auswanderer. Dass das einfach so ein Kompensationspack. Das wird, die ja, wissen das und schieben einfach die Menschen ja, hin und ja, her, also, kompensieren ihre eigenen Fehler. Ja, es gibt oft diese Behauptung, wir haben einen Fachkräftemangel. Und deswegen brauchen wir Einwanderung und deswegen sei also Migration per se gut. Und das kaufe ich überhaupt nicht. Also das an den verschiedensten Stellen. Also der Umstand, dass wir zu wenig Handwerker haben, ist mir sehr bewusst. Ich merke das selber auch. Ich auch als Handwerker. Ja. Aber da ist halt erstmal was falsch im Bildungssystem. Und auch in der kulturellen Prägung. Das muss ja nicht jeder Soziologie studieren. Auch im Lohnbereich. Ja, ja, exakt. Ja. Oder vielleicht auch hat das mit Bürokratie zu tun und mangelnde, was hat man aus dem Meister gemacht und so weiter. Und warum gibt es keine Lehrlinge mehr, sondern nur noch Azubis. Also die, überhaupt der ganze Ethos und der Stände, der beruflichen Stände, die wir hatten, diese ganze Wertschätzung, die damit verbunden war und das Bewusstsein und Gefühl, Teil eines größeren Ganzen zu sein und hier eine Arbeit zu tun, die eben Aufbau von Gebäuden, von Nahrungsmitteln und so weiter, das ist alles vor die Hunde gekommen. Es fehlen aber auch zum Beispiel 5 Millionen Leute und ihre Kinder und ihre Kindeskinder, die hier inzwischen abgetrieben worden sind. Das muss man auch mal sagen. Also ich brauche eigentlich mit der Migration gar nicht anzufangen, wenn ich gleichzeitig jedes Jahr 100.000 Kinder abtreibe. Ja, aber es ist ja auch ein gesellschaftlicher Zwang, ja, also Kinder nicht in die Welt zu bringen, ja, sondern für bessere Arbeit, für Karriere Kinder abzutreiben. Das ja, ist immer natürlich eine persönliche Sache, aber trotzdem das System, die diese ja, Bedingungen schafft. Ja. Also ich habe selbst Kinder ja, und ich kam schon, mein erstes Kind ist geboren worden, wo ich 18 war, es war noch in Russland. Und das zweite Kind hier habe ich erst mit 35 gekriegt, weil ich war wirklich damit beschäftigt, die Familie zu ernähren. Die Gesellschaft lässt es gar nicht zu. Ja, ja. Und dann, das kinderfeindlich, ist eine ja, kinderfeindliche Gesellschaft. Und irgendwann habe ich einfach gesagt, okay, wenn wir jetzt Kind kriegen, wird meine Frau nie arbeiten, dann können ja, wir nie uns ein Haus leisten ja, und ein Auto und eine ja, Finanzierung. Das wird uns nie gegeben. Und dann muss man noch, also bei uns Russen ist es ja nicht so, dass man, weil hier hört man ja oft, ne, es ist ja auch, das ist pervers, dass die Kinder auch mit Geld gemessen werden. Ja. Weil der Spruch, Kinder sind teuer, tja, den gibt es ja. Ja, ja, ja. Und das ist wirklich ein Desaster. Also dass überhaupt die Familie nicht mehr wertgeschätzt wird, die Mutterrolle und all diese Dinge, die dieses Land früher mal groß gemacht haben, das ist natürlich eine kulturelle Krise. Also ich sag mal, die Krise, die wir haben, äußert sich natürlich im multiplen Staatsversagen. Aber sie ist im Kern ist sie kulturell und mental. Die Leute sind in den Köpfen nicht mehr gesund. Da muss man anfangen. Und bei der Sprache, bei der Fähigkeit, die Probleme beim Namen zu nennen. Und all das kann natürlich die Basis bewirken. Das ist ja das Schöne. Wir haben jetzt 30.000 Leute und wir können sozusagen einen Mikrokosmos der frischen Luft etablieren, ja, unter dem Schutz des Parteienrechts. Natürlich wird man das von außen mit Dreck überhäufen. Aber wenn wir das erstmal für uns etablieren und dann eben beginnend mit dem Saarland nächstes Jahr 4 Landtagswahlen durchstehen, dann wird man schon sehen, ob das nicht doch Zuspruch im Volke findet. Wir haben ja jetzt Impfprobleme von Anfang an angesprochen.
Meinst du, es werden auch die Geimpften zu uns wiederkommen? Ja. Wenn die diesen Staatsversagen auch in diesem Bereich. Ich merke das jetzt schon. Ich merke das jetzt schon. Also es gibt viele Geimpfte, die ich kenne, die wissen, dass diese 2G-Geschichte ein reiner Humbug war, der überhaupt nichts mit Seuchenbekämpfung zu tun hatte, sondern ein reines Druckmittel, weil die Politik sich bis dato nicht getraut hat, die Leute zum Impfen zu zwingen, hat man es im Grunde ausgelagert. An die Gastwirte. Vor den Wahlen. Und hat man das im Grunde, verlangt man das jetzt von den Gastwirten und von den Künstlern oder so, dass die praktisch die Geimpften ausschließen, weil der Staat sich das sozusagen nicht traut. Weil es ja auch versprochen hat, dass er es nicht macht. Ja. Insofern glaube ich, ist sozusagen der 2G-Bluff ist im Grunde schon passé. Also man hat ja dann noch Karneval gefeiert und Fußballstadien gefüllt, aber das dämmert inzwischen. Das ist schon alles unabhängig vorbei. Vom Impfstatus dämmert das den Leuten. Nee, weil in Bayern sind ja schon die Diskos zu. Ja. Heute haben sie schon auch gesagt, volles Stadion geht gar nicht mehr. So, und die Zeit spielt halt auch für uns, dass jetzt natürlich viele Geimpfte auch sich daran erinnern, dass sie eigentlich kein Abo da gebucht haben und dritte, vierte, fünfte Impfung irgendwann, und auch die Nebenwirkungen, die Übersterblichkeit, die ja mit der Impfquote korreliert. Ich weiß, das ist nicht kausal, aber es korreliert die Impfquote mit der Übersterblichkeit und die Impfquote korreliert negativ mit dem Bildungsniveau. Also wenn wir sozusagen die PISA-Studie und die Impfquote aufeinanderlegen, dann sehen wir, dass also in den Bundesländern, die schlechtesten Gymnasien haben, ist die Impfquote am höchsten. Also es gibt interessante Korrelationen. Ja, also Gesellschaft ist ja ein lebender Organismus und da gibt es auch Zusammenhänge. Ja. Aber wenn man jetzt einfach die offizielle Sterbestatistik vom Bundesamt, Statistikamt, die habe ich mir angeschaut. Ja. Von 1. November bis 7. November absolut. 17% Übersterblichkeit. Ja. Und das ist Booster. Also wie gesagt, Korrelationen sind nicht immer kausal, aber man müsste das mal erklären. Und das ist ja nicht nur in Deutschland, das ist ja auch in den USA. Also unsere Regierung hat auch lang gebraucht, um zu sagen, wir haben in Afghanistan versagt. Ja. Ich schreibe hier immer rein, die Wahrheit ist eine Tochter der Zeit. Genau. Und wenn wir kämpferisch bleiben, haben wir auch genug Zeit. Vorgespräch hat deine Mutter gesagt, dein Vater war, also eigentlich eure Familie ist mit Russland ja verbunden. Wir sind verbunden, wir haben deswegen nicht auch Sommer war nicht zufällig, und Corona. Ja, ich glaube, jetzt ist es Zeit, oder? Ja, bleiben wir, dann werden wir halt russenkonform, aber nicht YouTube-konform. Wir werden jetzt russenkonform, jawohl. So. Und bedienen wir ein paar Klischees. Bedienen wir ein paar Klischees, genau. Und dein Vater war in Russland. Ja. Mein Vater war oft in Russland, hatte eine sehr intensive persönliche Beziehung zu Russland. Aber in der Tat war er das erste Mal als Soldat in Russland, im Kriege. Er war Sanitäter in einer Luftabwehreinheit, die dann oft auch im Erdkampf eingesetzt wurde. Und hatte mehrere Fronteinsätze in Russland, bis zuletzt. Also war zuletzt in der Festung Neuruppin, also schon kurz vor Berlin. Das ist aber kein Feind von Russland geworden, vom russischen Volk. Nein. Also nach allem, was ich weiß und auch hier erlebt habe und nein, im Gegenteil. Und das hat sich auch auf mich übertragen. Ich glaube sogar, dass die menschliche Beziehung zwischen Deutschen und Russen besonders intensiv sein kann und emotional. Also es gibt gewisse Affinität eigentlich in der Volksseele zwischen Deutschen und Russen. Und deswegen ist das ja auch besonders tragisch, was sich die Staaten angetan haben gegenseitig. Ja, das ist das, was wir korrigieren müssen. Das von beiden Seiten. Jawohl. Prost. Ich lasse das drin, ich schneide es nicht aus.